meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudi von Solat und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet seid. Ich habe den Drang nach Sonne und deswegen möchte ich ein Bild mit euch püren, was uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern lässt und an die Sonne erinnert. Und jetzt starten wir direkt rein. Für euch habe ich heute wunderschöne Regenbogen vorbereitet. Wir haben ein Gelb, ein Rot, ein Pink, ein Violett-Rot, ein Ultramarinblau und ein Blau-Violett. Das werden die Farben sein, mit denen wir heute arbeiten. Wie in vielen meiner Videos benutzen wir die Farben der Marke Amsterdam. Und zum Mischverhältnis meiner Farben kann ich sagen, sie sind heute etwas dicker abgemischt im Verhältnis 1:2, ein Teil Acrylfarbe, zwei Teile Floetrol. So. Arbeiten werde ich heute auf einer 50x50 cm quadratischen Leinwand. Und jetzt beginnen wir erstmal unseren Messbecher zu schichten. Dazu beginne ich mit der hellsten Farbe. In meinem Fall ist es Gelb. Das ist ein eigener Mix aus Sonnengelb und Goldocker. Ich wollte es ein bisschen dunkler halten. Ich möchte, dass die hellen Farben später in der Mitte meines Bildes zu erkennen sind und nach außen hin immer dunkler werden. Und deswegen habe ich mich für diese Kombination entschieden. In meinem Kopf habe ich ein Bild von einem Sonnenauf- oder Untergang. Ich habe so richtig Fernweh. Ich wünsche mir wirklich nur noch die Sonne und den Sommer herbei. Und aus diesem Grund dachte ich mir, ich mache heute etwas Freundliches mit euch, so wund die Sonne ein bisschen das Gesicht küsst. Das wünsche ich mir fürs heutige Ergebnis. Sehr gut. Okay. Ich habe im Wechsel mein Gelb, mein Kaminrot und mein Quarzpink geschichtet. Nun komme ich zu den dunklen Farben und ich beginne mit Violettrot. Wer meine Videos länger schaut, weiß, ich liebe, liebe, liebe diese Farbe. Die nächste Farbe, die ich schichte, ist Ultramarinblau. Das ist meiner Meinung nach eines der allerschönsten Blautöne, die es überhaupt zu kaufen gibt. Und als dunkelste Farbe möchte ich heute Violettblau. Zu der Farbe kann ich sagen, dieses Violettblau dunkelt auch, sobald es getrocknet ist, sehr dunkel auf. Allerdings ist es nicht so hart wie Schwarz. So. Ich nehme noch eine Schicht Violettrot. Eine Schicht Ultramarinblau. Und noch eine Schicht Blau-Violett. So, okay. Soweit, so gut. Ihr könnt sehen, wir haben gut Farbe in unserem Becher. Ganz genau sind es 500 Milliliter. Das werden wir auch benötigen für die Größe dieser Leinwand. Bei meinem heutigen Ring möchte ich versuchen, mir diese schöne runde Form zu erhalten. Und Ziel ist es, wirklich ganz kleine, feine Linien zu erschaffen. Ich lege mal los, wünscht mir Glück. Okay, die größte Herausforderung für mich ist, die Mitte zu treffen, aber ich werde mein Bestes geben. Tiefluft holen, meine Lieben. Und ich beginne. Der Anfang ist gemacht, nun beginne ich leichte kreisende Bewegungen mit meiner Hand zu machen. Und ich versuche immer noch die Mitte zu treffen. Auch lasse ich mir heute wirklich Zeit beim Gießen meiner Farben. Ich möchte, dass jede Schicht zur Geltung kommt. Auch ändere ich einmal die Richtung, das könnt ihr jetzt sehr gut erkennen.
Ihr könnt einmal schneller und einmal langsamer gießen. Auch das gibt einen super schönen Effekt und ein einzigartiges Muster. Ihr könnt den Becher auch ein bisschen drehen, so wie ich es hier mache. Um ein schönes Farbspiel zu erreichen, ist es immer toll, wenn man ein bisschen variiert. Auch könnt ihr einmal von weiter oben gießen, so wie in meinem Fall hier, oder ihr gießt von weiter unten. Ich für meinen Teil muss jetzt gucken, dass ich in der Mitte bleibe. Das ist wirklich schwierig für mich. Aber ihr könnt sehen, ich wandere mit meinem Becher ein kleines bisschen, um einfach die verschiedenen Schichten zu schaffen. Jetzt sind wir auch langsam bei den hellen Farben angelangt und ich finde das ganz toll, dadurch, dass wir Sonnengelb und Kaminrot hintereinander im Becher geschichtet haben, bekommen wir dieses wunderschöne Orange. Und wie ich es mir gewünscht habe, auch unser Rot und unser Gelb kommt durch. Okay, meine Lieben, ich meine, ist das ein spektakuläres Farbspiel oder nicht? Ich finde, die Farben gehen so schön zusammen. Es wird uns nicht ausbleiben, das Ganze noch ein bisschen auszudehnen. Das ist auch ganz gut so, allerdings muss ich sagen, ich liebe diese Kombination. Es sieht aus wie ein Strudel. Okay, bevor wir jetzt Base Coat auftragen, gehen wir einmal noch mit dem Brenner drüber, um die paar Luftbläschen, die wir in unserer Farbe haben, zu beseitigen. Oh, sieht das schön aus. Ich habe leider hier ein ganz kleines bisschen gekleckert. So, schon ist die kleine Kleckerei behoben.
Nun werde ich mit ein bisschen schwarzer Basisfarbe rund um meinen Ring gehen. Wie zu Anfangs erwähnt, möchte ich heute versuchen, nicht ganz so viel von meiner Farbe auszudehnen, sondern mir eher diesen schönen runden Kreis zu erhalten. Das ist immer leichter gesagt als getan, aber ich werde mein Allerbestes geben. So, ich schnapp mir Handschuhe und dann legen wir los. So, und nun vorsichtig, vorsichtig. Der erste Schritt ist, unseren schönen Kreis schön in der Mitte zu zentrieren. Und ihr könnt schon sehen, die einzelnen Linien, die wir geschaffen haben, werden jetzt natürlich ein bisschen größer. Auch das soll so sein. Ich versuche mit meiner Farbe immer wieder zurück in die Mitte zu kommen. Trotzdem möchte ich unsere Linien schön ausdehnen. Ich möchte alle meine Farben erhalten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das ganze Bild über die Leinwand auszudehnen, weil es einfach so schön ist von den Farben her. Meiner Meinung nach wäre es jetzt ein bisschen verschwendet, den schwarzen Hintergrund zu halten. Ich meine, es erinnert mich total an Phönixfarben. Was ist hier los? Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit dem Ausdehnen. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das ganze Bild zu dehnen, weil ich die Farben einfach so schön finde. Ein letztes Mal mit dem Brenner drüber. Und jetzt kommt mal ein bisschen ran und seht euch dieses Farbspiel an. Ich habe mir heute beim Ringpour wirklich viel Mühe gegeben und das kann man auch sehen. Hier haben wir die einzelnen Striemen, die einzelnen Schichten. Jede unserer Farben kommt durch. Durch das Gelb und das Kaminrot haben wir eine leichte orangene Note bekommen und ich finde, dieses Bild ruft Sommer. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe diese Farben. Auch wenn man sich nicht auf eine Marke einschießen soll, muss ich sagen, ich arbeite so gerne mit den Amsterdam Acrylics, weil diese immer farbenfroh und so schön deckend sind. Okay, meine Lieben, was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ebenso schreibt mir gerne mal eure Farbvorschläge oder Farbwünsche für kommende Bilder rein. Die werde ich selbstverständlich berücksichtigen. Und dann bin ich auch schon am Ende des heutigen Videos und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, meine Lieben. Macht's gut!